Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Heute beschäftigen wir uns mit Elite Dangerous, denn ich möchte euch drei Wege zeigen, wie ihr in 2023 gut Geld verdienen könnt. Als allererstes möchte ich euch eine Internetseite zeigen, die schon fast Pflicht ist, wenn man erfolgreich in Elite Dangerous sein will. Und zwar handelt es sich um die Seite inara.cz. Hier kann man sämtliche Statistiken über seinen Charakter, seine Schiffe, Finanzen und auch weiteres einsehen. Was uns aber primär wichtig ist, sind die Daten in Bezug auf Ressourcen und Handelsrouten. Denn Handel ist einer der Wege, um schnell sehr viel Geld zu machen. Wie das Ganze geht, werde ich euch jetzt einmal zeigen. So, das hier ist einmal die Internetseite. Hier habt ihr zum Beispiel einmal die Übersicht eures Charakters, wie viel Guthaben ihr habt, wie viel Gesamtvermögen. Hier sind dann auch nochmal später eure Carrier-Statistiken, wie lange ihr noch Unterhalt drin habt. Aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Wir wollen jetzt ja erstmal Handelsrouten finden. Dazu geht ihr auf Daten, dann auf Handelsrouten und hier tragt ihr dann das System ein, wo ihr gerade seid. Dann müsst ihr gucken, wie weit euer Schiff springen kann und je nachdem, wie weit es springen kann, gebt ihr dann hier einmal die Max-Routenlänge an. Eure Frachtkapazität ist auch wichtig, damit Inara das berechnen kann, wie viel Gewinn ihr denn so machen würdet. Das Preisalter ist auch relativ wichtig. Es gibt manche Sachen, wo halt 3 Tage die letzte Aktualisierung gewesen ist. Das müsst ihr dann immer einmal relativ aktuell halten. Und hier habt ihr dann einmal weitere Optionen. Da könnt ihr denn die Landepadgröße einstellen, Mindestangebot von Einheiten, da solltet ihr immer so ein paar Stück haben, dass ihr die Route auch ein bisschen öfter fliegen könnt. Stationenentfernung ist auch sehr wichtig, damit ihr dann in den System nicht nochmal so lange fliegt, denn es gibt Stationen, die sind manchmal auch 100.000 Lichtsekunden von den Hauptsternen entfernt und das dauert dann halt immer ziemlich. Ja, wenn ihr das dann alles eingetragen habt, dann drückt ihr auf Suche und dann sucht Inara euch ein System raus, was relativ nah ist und wo ihr dann halt eine Route habt. In diesem Fall ist es dann einmal in STF 1774, das hier ist die Station. Hier müsst ihr dann Kobold einkaufen und das Ganze müsst ihr dann zu Thrasa Orbital bringen in LHS 2936. Dort könnt ihr dann wiederum einmal die Vorläuferzellen kaufen und bringt diese dann wieder zurück nach STF 1774. Und könnt da dann diese dann nochmal verkaufen. Und wenn ihr das dann halt so eine Stunde lang macht, könnt ihr bis zu 65 Millionen verdienen. Manchmal sogar noch ein bisschen mehr, wenn man da halt ziemlich flott unterwegs ist. So, ich werde jetzt einmal für euch die Handelsroute fliegen. Dafür muss ich jetzt einmal die Sternkarte aufrufen und das System suchen, wo wir denn unser Startpunkt haben. Das System ist dann halt das STF 1774. So, ich habe jetzt hier schon eine Route gemacht und dann müsst ihr halt hier die Route setzen. So, ich werde das Video jetzt eben einmal beschleunigen, dass ihr da nicht zu lange zugucken müsst und würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind jetzt bei der Station angekommen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier mein Schiff voller Kobold gemacht und jetzt müssen wir einmal wieder zurückfliegen. So, jetzt sind wir angekommen und müssen das Kobold wieder verkaufen. Hier haben wir es auch schon. Und wie ihr seht, bei 768 Einheiten bekommen wir dann 15 Millionen Credits. Und das ist schon echt eine Menge. Jetzt verkaufe ich das einmal und ja, jetzt müssen wir hier dann einmal wieder die Vorläuferzellen kaufen. Das mache ich jetzt nicht. Ihr habt ja schon gesehen, dass ich jetzt so schon relativ viel Gewinn gemacht habe, aber das würde dann jetzt nochmal die Route abschließen. So, dann kommen wir jetzt einmal zum nächsten Punkt.
So, die nächste Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, sind Missionen. Dazu bin ich jetzt hier gerade in Shinrata, weil hier gibt's die des Öfteren. Man kann sie aber auch in anderen Systemen finden. Da müsst ihr dann nach einem Hightech-System suchen, was den Status Boom hat und müsst halt die ganzen Fraktionen einmal hochleveln, dass ihr dann halt auch wirklich alle Missionen annehmen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Transport. Also filtert nach Transport und dann sucht ihr hier nach 50 Millionen Quest. Da suchen wir dann nach einmal Bertrandit, Gold, Silber, Tritium und Palladium. Bei Palladium und Tritium müssen wir aber darauf achten, dass nicht zu viele Einheiten benötigt werden, weil wir müssen diese Einheiten natürlich einkaufen. Hier ist zum Beispiel eine 44 Millionen Quest, aber da werden 1719 Einheiten benötigt, das rentiert sich für uns nicht. So, ich habe jetzt hier einmal zwei Quests gefunden. Da habe ich einmal Bertrandit und einmal Palladium. Wenn ich hier einmal raufgehe, dann seht ihr auch, dass die Quest 50 Millionen geben wird, wenn man diese abschließt. Dafür brauchen wir dann, wie gesagt, 700 Einheiten Bertrandit. Das ist eine Ladung mit der Cutter und ja, 50 Millionen für einmal fliegen ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Bei Palladium sieht es genauso aus, 72 Palladium brauchen wir und da bekommen wir 32 Millionen für. Ich habe jetzt hier meine festen Systeme schon, wo ich diese ganzen Ressourcen herbekomme, weil ich das halt ziemlich häufig gemacht habe. Wie man aber Ressourcen findet, werde ich euch einmal eben zeigen. So, zurück auf Shinrata. Wir suchen jetzt nach einmal Bertrandit. Dazu gehen wir auf Daten und dann einmal auf Waren. Wir sind gerade in dem System Shinrata. Das müssen wir dann hier natürlich eintragen, damit auch die korrekte Entfernung angezeigt wird. Dann Bertrandit ist hier schon ausgewählt. Müsst ihr dann, wenn ihr jetzt was anderes sucht, könnt ihr hier natürlich den Gold zum Beispiel eingeben. Aber das brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Wir brauchen Bertrandit und Palladium. Sortieren nach Entfernung oder nach bestem Preis. Das können wir gleich je nachdem anpassen. Und dann drückt ihr einfach auf Suche. Und dann sehen wir in Nunitz werden gerade Bertrandit verkauft. 98.000 sind auf Lager. 16.000 pro Tonne kostet das. Das ist schon ganz okay. Wir können aber auch natürlich nach dem günstigsten Preis suchen. Die Entfernungen sind dann aber meistens immer ein bisschen größer. Hier 45 Lichtjahre wären jetzt bei mir, glaube ich, ein, zwei Sprünge. Meine Cutter hat, glaube ich, 40 Lichtjahre Sprungreichweite. Aber ihr seht, hier sind gerade nur 10 auf Lager. Deswegen lohnt sich das Ganze nicht. Das, was sich dann am ehesten lohnen würde, wäre dann das hier. 2100 sind auf Lager, kostet 14.703 Credits, ist auch ganz in Ordnung. Und ja, so könnt ihr dann Ressourcen finden. Ich habe, wie gesagt, meine festen Systeme und das werde ich jetzt einmal eben fliegen. So, wir sind jetzt in der Station angekommen und jetzt können wir unsere Quest abgeben. Wenn ihr denn noch in der Staffel seid, könnt ihr eure Quest sogar teilen, dass eure Clanmitglieder dann auch diese 50 Millionen bekommen. Da müsst ihr dann halt die Clanmitglieder zu der Quest einladen. Die müssen das dann annehmen und dann halt, wenn ihr das abgegeben habt, auch abgeben. Da müsst ihr dann halt immer gucken, welcher Auftraggeber ist das. Das gebt ihr dann einmal kurz durch und dann auch, wie viel abgegeben werden muss, weil von den Auftraggebern gibt es halt mehrere Quests meistens, weil die sammelt man ja. Die Missionen aktualisieren sich nämlich alle 10 Minuten, also alle vollen 10 Minuten und nach jedem Rückweg guckt man dann nochmal da rein und findet dann meistens wieder 50 Millionen Quests und so sammelt sich dann manchmal innerhalb von, ich sag mal, 2-3 Stunden ein ganzes Missionsbrett voller 50 Millionen Quests voll. Ich werde das jetzt einmal hier abgeben. Dazu gehe ich dann hier wieder auf sie, weil bei ihr haben wir ja die Quest bekommen. Und da sehen wir dann einmal Missionslager, da gehen wir dann einmal rauf und dann Lieferwaren, gehen wir dann die vollen 700 an, drücken auf Bestätigen und jetzt können wir hier aussuchen, was wir haben möchten, die vollen 50 Millionen oder ob man dann hier nochmal ein bisschen Ruf und sowas bekommen möchte, aber ich gehe meistens immer auf die 50 Millionen. So, für einmal fliegen.
einen Gewinn von 39 Millionen gemacht. Finde ich persönlich, wie gesagt, sehr gut. Und ja, das ist meiner Meinung nach so ziemlich die effektivste Möglichkeit, um an Credit zu kommen. So, die nächste Möglichkeit, um schnell an Geld ranzukommen, sind Kampfmissionen. Dazu geht ihr dann wieder auf das schwarze Brett, wählt Kampf aus und sucht nach Missionen, die ziemlich viel Credits geben. Hier zum Beispiel 18 Millionen. Aber ihr seht, diese Quest ist eine illegale Mission, bedeutet, ihr werdet danach selber gesucht. Deswegen sucht am besten nach Piraten. Quest. Hier ist eine für 21 Millionen, da müssen wir 45 Piraten töten. Das ist ein System weiter, also kann man diese Mission annehmen. Wenn ihr diese Piraten tötet, bekommt ihr dann auch nochmal Kopfgeld, also das Kopfgeld, was ihr später dann einlösen könnt. Das sind dann auch nochmal so im Schnitt 10, 20 Millionen, die ihr extra bekommt, mit der Mission an sich zugezogen. Diese 21 Millionen wären dann ein purer Gewinn von 41 Millionen. Am schnellsten gehen diese Quest in einer Staffel. Da klingelt die Kasse dann auch ordentlich und es geht, wie gesagt, sehr schnell. So, ich werde jetzt einmal eben hier die Quest machen und werde das ganze Video wieder ein bisschen beschleunigen, dass ihr nicht allzu lange zugucken müsst. Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen ist, ihr solltet ein relativ gutes Schiff mitnehmen, weil mehrere Schiffe auf euch ballern werden. Ich habe jetzt hier meine Corvette mit 5189 Schildstärke und die Resistenzen sind alle mindestens 40%. Wenn ihr so ein Schiff habt, solltet ihr damit eigentlich relativ gut klarkommen. Es geht auch mit Schiffe, die ein bisschen schwächer sind, die zum Beispiel nur 2000 Schild haben, aber die Resistenzen sollten halt schon relativ hoch geballert werden, weil die Resistenzen sind nachher das, worauf es halt wirklich ankommt. Wenn ihr dann im System angekommen seid, sucht ihr nach der Navigationsboje und ladet von dort einmal die Daten runter, damit ihr eure Ziele dann auch finden könnt. So, wir haben jetzt einmal die Boje gescannt. Jetzt können wir wieder in den Super Cruise gehen und dann sollten uns die Missionsziele angezeigt werden. Ah, hier haben wir schon Missionsziel Bedrohungsstufe 3. 10.000 Lichtsekunden von uns entfernt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, was soll's. Fliegen wir mal hin und machen ein bisschen Ärger. So, wie ihr seht, ging das eigentlich relativ schnell. Wir haben hier nur 3% Schaden an unseren Schilden bekommen. Und jetzt können wir auch einmal hier bei den Bescheinigungen gucken. Von den paar Piraten, die wir jetzt gekillt haben, bekommen wir schon 871.000 Kopfgeld, was wir einlösen können. Was auch noch sehr gut ist, ihr könnt Sammeldrohnen mitnehmen, denn diese ganzen weißen Punkte, die ihr gerade hier auf dem Radar seht, sind Komponenten, die ihr dann auch nochmal einsammeln könnt, wenn ihr eure Schiffe ingenieren wollt. Ja, wenn ihr das jetzt fertig macht, dann bis zu diesen 45 Piratenkills könnt ihr dann die Quest abgeben und bekommt 21 Millionen zuzüglich dieses ganze Kopfgeld, was ihr hier nochmal sammelt.
Es rentiert sich, wie gesagt, schon ziemlich, besonders wenn man das in einer Staffel macht. Ja, das wären dann die drei Wege, die ich euch empfehlen würde, um schnell an Geld zu kommen. Die Schiffe, die ich euch auch empfehle, sind die Cutter und die Corvette. Die Cutter für Transportmissionen und Handelsrouten und die Corvette, um zu kämpfen. Beide Schiffe sind am Anfang aber relativ schwer zu bekommen, weil ihr braucht einen bestimmten Ruffortschritt. Und sie sind auch ein bisschen teurer. Es gibt aber spezielle Systeme, wo ihr den Ruf relativ schnell pushen könnt. Bei Imperium ist es einmal das System Engalin. Da müsst ihr die Missionen dann annehmen für Mainani und umgekehrt. Und dann fliegt ihr die ganze Zeit hin und her, dass ihr dann in einem halben Tag ungefähr den Ruf habt, um die Cutter kaufen zu können. Anders sieht es leider bei der Föderation aus. Da dauert es ein bisschen länger. Da waren das, glaube ich, 2 Tage, die ich gebraucht habe, um den Föderation auf den nötigen Fortschritt zu bekommen. Da müsst ihr dann von Zeos nach Sotis fliegen. Hier ist Sotis. Das sind, glaube ich, Lieferaufträge, die man da macht. Am besten geeignet für die Mission ist dann das Schiff Python. Mit Python könnt ihr am Anfang auch sehr schnell Geld machen, und zwar im System Rubigo. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich das eingespeichert habe, aber ich glaube schon. Hier, Rubigo. Touristen fliegt ihr da, dann müsst ihr das Schiff dann dementsprechend umbauen. Achtet darauf, dass die Python dann eine Sprungreichweite von 30 Lichtjahren habt. Dafür müsst ihr das Schiff natürlich aber ingenieren. Die führt ihr dann auch nach Sotis aus. Und von Sotis geht es dann wieder zurück nach Rubigo. Und innerhalb von 10 Minuten könnt ihr 20 Millionen an Credits verdienen. Und ja, da könnt ihr dann zum Beispiel auch zu der Anaconda sparen. Denn die Anaconda ist am Anfang euer Schiff schlechthin. Es ist ein guter Allrounder, es kann kämpfen, es hat gut Fracht. Und später, wenn ihr dann auf die Cutter und die Corvette umsteigt, könnt ihr die Anaconda umrüsten zum Explore-Schiff. Damit könnt ihr dann ziemlich weit springen. Ich glaube, das Maximale, was man erreichen kann, sind 80 Lichtjahre Sprungreichweite. Und ihr könnt dann auch noch alle anderen nötigen Sachen mitnehmen, wie Hangar und dass man zwischendurch tanken kann und so. Fürs Erste wäre es das denn jetzt mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Würde mich über Feedback und eine positive Bewertung freuen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!